Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jump World. Ich bin heute mit Yannick eine von seinen Maps. Oh mein Gott. Ich habe mir nämlich gerade schon mal seine Schilder durchgelesen und die muss ich euch einfach zeigen und wir müssen diese Map einfach spielen. Die Schilder sind einfach zu gut. Also, Pikachu ist ganz alleine im Pokepark. Hilft Pikachu, Freunde zu finden. Solltest du es nicht schaffen, wird ein dunkler Sturm über den Park aufziehen und alles und jeden verschlingen. Jeder würde beim Sturm umkommen und daran willst du doch sicher nicht. Und daran willst du doch sicher nicht schuld sein. Oder? Also hilft Pikachu und all den anderen beim Überleben. Viel Spaß! Bei Yannick und Speedbubble-Empi. So, wo ich jetzt schon mal den Gründer von dieser Map habe, wie kamst du auf die Idee, solche Schilder zu schreiben? Es war spät und hat nichts zu tun. Und Pikachu ist ein Bürger. Mir fällt gerade auf, hier steht ein Amboss. Den habe ich nur vergessen zu entfernen. Das ist mir vorhin noch nicht aufgefallen. Das heißt, wir können theoretisch einfach auf der Hecke abkürzen. Ja. Auf geht's, Freunde finden! Auf geht's, Freunde finden! Naja, das Jump'n'Run ist ziemlich schwer. Ich seh's. Also wirklich. Familie Shiggy. Da möchte ich zuerst Freunde finden. Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich Ranken nicht mag? Ja, ich hab das auch nicht meine Idee. Ach Gott, jetzt will ich durchrushen und krieg's nicht hin. Hui! Da war ich eigentlich schon mal drauf! Das Blöde ist, der Sprung danach ist noch schwerer. Ich weiß, das war ich auch schon. Los, Shiro. Du schaffst das. Oh, yeah! Endlich! Hey Pikachu, leider bin ich momentan nicht zu Hause. Ich bin bis nächste Woche bei Glumanda und kann nicht zu dir kommen. Falls was ist, musst du in Glumandas Versteck kommen. Er musste ja wegen Team Rocket flüchten und sich verstecken. Sein Versteck ist in einer tiefen Höhle. Er hat es sich schön bequem gemacht. Liebe Grüße, Shiggy. Genau, und Team Rocket wird bestimmt auch nicht auf die Idee kommen, vielleicht mal bei Shiggy zu suchen und diese Schilder finden. Aber egal. Glumanda der Flüchtling. Was steht da? Hab gehört, habt auch das Spiel. Achso, hab gehört. Stirbt man im Wasser? Ja. Wie soll man denn diesen Sprung hinkriegen? Nein, du musst hier auf das. Auf die nächsten springen, auf die nächste Seerose. Achso. Ja, dann. Achso, dann da rein. Okay, ja, das ist eher machbar. Leckerer Burger, nur 5 Poké. Oh, Alter, ist das Wucher! Ich wollte nur das Schild lesen! Um nicht zu ertrinken, musst du an die Ranke springen. Ach, stimmt. Warum habe ich das nicht gemacht? So. So, das ist auf wesentlich einfacher gewesen. Jetzt kommt der Bin ich schon ganz verkohlt. Den ignoriere ich jetzt einfach mal. Ich brenne, ich bin so heiß. Ja, komm, widersprich mir. Da haben wir später auch noch einen Witz. Da kommt noch ein Witz mit Glumanda. Auf zu Glumanda und Shiggy. Warte auf mich. Was? Ich bekomm's nicht hin. Jetzt ernsthaft. Ich will wieder rausspringen, aber ich komm nicht mehr hin. Komm, du schaffst das! Oh mein Gott, wieso schaffe ich das gerade nicht? Und das ist nicht mal das Schwerste. Das Schwerste der Map kommt erst noch. Okay, hier. Yeah. Gut. Okay, dann gucke ich mal. Jetzt können wir die Höhle. Zur grandios dumme Idee von Speedwaffel. Aber Popcorn nur ein Pokédollar. Ich nehme welche. Was? Popcorn nur ein Pokédollar? Ich nehme welche? Also mehrere? Ich glaube, mein Schwanz brennt. Du bist Glumanda! Dein Schwanz sollte brennen! Hier da, lest die Schilder! Okay, ich mach's ja schon. Das Zepter des Wächters wurde zerstört. Flieht aus der Höhle oder es ist euer sicherer Tod. Das Elixier konnte die Decke für immer halten. Jetzt stößt sie ein, ein Sturm wurde entfacht. Der wird alles zerstören. Okay, von was für einem Zepter labert der? Da oben.
Ja, aber warum kommt jetzt auf einmal ein Zepter ins Spiel? Egal! Ja, keine Ahnung, das war voll unlogisch. Das war nicht meine Idee. So, okay, wo müssen wir hin? Das nächste Jump'n'Run. Hier rein. Ach, da hin. Hätte ich da jetzt nicht eigentlich einen Checkpoint kriegen müssen? Ja, gut. Das wird das Schwerste. Alter, hätte er den Checkpoint nicht bitte da drinnen setzen können? Auf was für eine Idee seid ihr da eigentlich gekommen? Er hat den Checkpoint nicht mal gesetzt, den hab ich dann immerhin noch hingesetzt. Leider ging das irgendwie nicht da drin, weil da das Portal steht und ich wollte ihn nicht da genau vor der Lava setzen. Weil das ja auch so viel besser ist als da! Oh Gott! Ich bin gespannt, wie du den letzten Sprung findest. Assi, weiß ich jetzt schon. Ja, den findest du selbst nicht scheiße. Bei meinem ersten Durchlauf hatte ich da über 100 Jump-Fails. Oh, das geht ja. Das geht ja. Ja, aber allein bei dem Sprung. Oh, das ist hart. So. 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 Nein! Ich wollte schon aufgeben, aber sonst hätten wir die Map nicht veröffentlichen können. Ernsthaft, dass du nicht einfach den Sprung leichter machst? Ja. Ernsthaft jetzt? Dafür ist es meine zweitbestbewerteste. Bewerteste? Heißt das so? Ja, weil da Poképark steht, deswegen sind da mehr Leute raufgekommen. Weil die einfach Pokémon gesucht haben. Dann haben sie gesehen, oh, Bayanik, den kenne ich doch. Der ist voll Fame. Der kriegt von mir eine gute Bewertung. Oh, ich hab's geschafft, oh mein Gott. Nein! Ich bin immer kein Freund von diesen, wenn du in Lava drin bist, wirst du zurückgesetzt, weil das dann manchmal auch echt buggy sein kann. Hm. Okay, soll ich hier nochmal kurz reingehen? Ja, weil ich gerade überhaupt nicht hier stand. Okay, also du musst hier ein bisschen nur ganz leicht in die Lava reinlaufen, dann stirbst du eigentlich noch nicht. Ja. Und dann musst du hier so richtig komisch querspringen, ich hab's jetzt nicht geschafft. Und dann schaffst du, wenn du Glück hast, schaffst du es dann auf die Mauer. Auf die Mauer muss ich rauf? Ja, versuche irgendwie quer zu springen. Der ist tatsächlich leicht. Echt? Ich fand den Sprung davor wesentlich schwieriger. Okay. Shut up, Glumanda. Ein Klacks für mich. Was ist mit dem Pokepark? Ja, Glumanda, du kannst doch einfach durchschwimmen. Ja. Okay, was ist mit dem Pokepark? Was ist hier passiert? Der Park ist fast kaputt. Wir brauchen einen neuen Park. Ach so, so einfach geht das. Nachdem der Pokepark vom Sturm des zerstört wurde. Warte, okay, ich lese mal vor, was bei mir steht, okay? Nachdem der Pokepark vom Sturm des zerstört wurde, muss herausgefunden werden, wie es weitergeht. Demnächst finden wir dies heraus, bleibt dran. Von was denn zerstört? Von was denn zerstört? Vom Sturm des Zepters zerstört wurde. Ja, das steht da nicht. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bitte bewertet die Adventure. Mein freundlicher Grüße, Speed Buffalo und Yannick. Okay, Moment. War nicht eigentlich der Sinn dieses ganzen Jump'n'Runs, dass wir Freunde finden und der Park nicht zerstört wird? Jetzt haben wir unsere Freunde gefunden und der Park wurde zerstört. Ja. Also die Kreativität fand ich sehr gut, die Sprünge fand ich gut und die Optik eigentlich auch ganz gut. Ja, mach ich mal so. Aber die Story, wenn da jetzt noch ein Punkt für Story wäre, dann wäre der aber nicht so gut. Ja, wir machen vielleicht noch einen zweiten Teil. Ja, Leute, aber das war schon mit dieser kleinen Runde, da werde ich sehr viel weggekattet haben. Also wird das jetzt so eine kleine, mini-süße Runde gewesen sein. Dankeschön fürs Mitmachen mal wieder, Yannick. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ach ja, schaut doch mal bei Yannick vorbei. Hab ganz vergessen, der hat ja auch YouTube.